Mein Gott, sehen Sie sich doch bloß mal diese Type da drüben an. So was Ekelhaftes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Merken Sie nicht, wie er Sie anstarrt? Er guckt die ganze Zeit rüber. Bestimmt hat er es auf uns abgesehen. Oh nein, ein grauenhafter Gedanke. Können Sie sich das vorstellen? Ich verstehe nicht, dass Sie solche Gestalten überhaupt hier reinlassen. Sie sind 35 Jahre alt, Mr. Vale. Wieso sind Sie schon derartig verbraucht? Sie sind im Grunde ein menschliches Wrack. Die Antwort ist einfach. Sie sind ein Scanner, aber Sie haben es nicht erkannt. Dabei ist das die Ursache all Ihrer Ängste und Qualen. Aber ich werde Ihnen jetzt beweisen, dass Sie damit auch eine große Macht besitzen. Lassen Sie die Leute herein. Naja, schließlich werden wir dafür bezahlt. Wo setzen wir uns hin? Mir egal, hauptsächlich sind sie. Ich möchte weiter. Wie dauert es denn so lange? Beeilen Sie sich. Etwas schneller, bitte. Thank you.
Jetzt können wir in Ruhe reden. Ich möchte alle, die Sie hier anwesend sind, scannen, und zwar einen nach dem anderen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, scannen ist oft mit Schmerzen verbunden. Manchmal führt es zu Nasenbluten, Ohrenschmerzen, Magenkrämpfen oder zu merkwürdigen Symptomen ähnlicher Art. Doch es ist auch ein Arzt anwesend, Dr. Gattino. Ich weiß, dass Sie auf diese Demonstration vorbereitet sind, aber seien Sie sich über alles im Klaren. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Keiner von Ihnen darf diesen Raum verlassen, wenn das Experiment angefangen hat. Meldet sich jemand freiwillig? Irgendwer, völlig egal. Bitte kommen Sie. So, dann setzen Sie sich bitte hier hin. Ja. Entschuldigen Sie. Nur keine Angst. Darf ich Sie nun bitten, an etwas Bestimmtes zu denken, was nicht gegen die Sicherheitsvorschriften Ihrer Organisation verstößt und Sie somit vor unserem Publikum hier offen darlegen dürfen? Etwas Persönliches, wenn möglich. Ja, ist gut. Jetzt habe ich was. Muss ich dabei die Augen schließen? Das spielt keine Rolle. Von mir aus kann's losgehen. Alle den Saal. Rufen Sie den Institutsleiter. Und Sie kommen gefälligst mit. Ich habe doch nichts getan. Ich habe gesagt, Sie sollen mitkommen. Na los. Gattino, kommen Sie auch.
Darüber, schnell! Runter mit dir! Geben Sie mir eine Ephemeron-Spritze. Na los, was ist? Fahr nur langsam. Es würde uns noch fehlen, von der Streife angehalten zu werden. Das würde Ihnen gar nicht schaden. Warum schicken Sie uns auch in diese alte Fabrik? Falls dieser Kerl ein Scanner ist, wollen die ihn nicht in der Zentrale haben. Sie haben Angst vor ihm. Er ist ein Scanner. Was macht denn unser zweiter Wagen? Er überholt uns. Sieh doch nach links. Hey, was ist mit dem los? Hey, was ist denn in dich gefangen? Wir sollten noch hinter ihnen bleiben. Nur mach schon! Ray, wenn du nicht anhältst, knall ich dich ab! Ray! Gottes Willen! Nicht anhalten, fahr weiter! Nein, wir müssen sie doch da rausholen! Gestern Abend wollten wir von Konzek der Öffentlichkeit etwas offenbaren. Wir wollten endlich diese telepathische Kuriosität ergründen, die man Scannen nennt. Mit dem Ergebnis 6 Tote. Und das Ansehen unserer Organisation ist damit auf dem Nullpunkt angelangt. Tja, seit heute Morgen haben wir nun einen neuen Sicherheitsbeauftragten. Mr. Braden Keller. Danke. Mr. Trevelyan, meine Herren. Wir kümmern uns um die internationale Sicherheit. Wir sind im Waffengeschäft und unterhalten Privatarmeen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Zeit mit Fantastereien und Träumereien zu vertrödeln. Wir müssen endlich Schluss damit machen, Delfine und Freaks als Spionagewaffe gegen unsere Feinde einzusetzen. Mit allem nötigen Respekt vor Dr. Paul Roos erlaube ich mir die Empfehlung, unser Scannerprogramm sofort zu stoppen, Sir. Dr. Roos. Was haben Sie darauf zu erwidern? Mr. Keller, wer hat an der Sitzung gestern Abend teilgenommen? Es waren 25 Persönlichkeiten aus Politik und Hochfinanz aus dem nordamerikanischen Raum. Aber waren diese Persönlichkeiten auch sorgfältig ausgewählt? Die Auswahlprozedur unterliegt einem sehr komplizierten System. Und trotzdem ist es einem Mörder gelungen, sich einzuschmuggeln. Ja. Er hat 6 Menschen umgebracht. Ja.
Und wie hat er das gemacht? Wir haben Grund zu der Annahme, dass er die Scanner-Technik angewandt hat. Dann geben Sie also hiermit zu, Mr. Keller, dass dieser, wie soll ich sagen, hochintelligente Mörder gestern Abend, der uns vor unseren versammelten Zuschauern wahrhaftig geschockt hat, in Wirklichkeit selbst ein Scanner war. Der Ansicht sind wir in der Tat. Meine Herren, das dürfte wohl als Antwort genügen, um zu beweisen, dass die Schlagkraft dieser telepathischen... Kuriosität, wirksam ist. Erlauben Sie. Doktor, stimmt es, dass Ihr Programm auf einer Liste von 236 bekannten Scannern basiert? Ganz recht. Von diesen bekannten... Wie viele arbeiten von diesen bekannten Scannern für uns? Seit gestern Abend keiner mehr. Na dann. Ist es nicht mal mehr nötig, das Programm abzusetzen? Es dürfte kaum jemanden treffen. Unser Überwachungssystem hat nach und nach den Kontakt zu allen Personen auf der Liste verloren und ich vermute, dass das kein Zufall ist. Ich glaube, wir haben sie an ein Projekt verloren, das unserem um Jahre voraus ist. Das müssen Sie schon ausführlicher erklären, Dr. Hughes. Nach Überprüfung der Lage bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich so eine Art Scanner-Untergrund auf unserem Kontinent formiert hat. Diese Organisation ist bestens motiviert. Und hat einen Kopf. Aber das ist doch lächerlich, Doktor. Sie können doch nicht zwei von denen in einen Raum setzen, ohne ein Blutbad zu veranstalten. Finden Sie nicht, dass Sie da eine etwas gewagte Behauptung aufstellen, Dr. Lewis? Wem soll diese Gruppe denn unterstehen? Wenn Sie die Ausführungen in diesem Bericht sorgfältig gelesen hätten, hätten Sie wahrscheinlich festgestellt, dass Sie ihm gestern Abend begegnet sind. Sein Name ist Daryl Rabock. Er stand auf unserer Liste. Das sind doch nur Vermutungen. Mr. Trevelyan, ich kann... Augenblick, Mr. Keller. Was schlagen Sie vor, Dr. Roos? Die Konkurrenz eliminieren. Und wie? Wir müssen einen Scanner finden, der dem Untergrund bisher noch unbekannt ist und ihn für unsere Ziele gewinnen. Dann schicken wir ihn wieder los, damit er sich in den Untergrund einschleust. Einen finden, Doktor? Wie denn? Die sind doch alle miteinander gescheiterte Existenzen, labil und unzuverlässig. Nur weil man ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten nicht begreift, Mr. Keller. Über einen Punkt besteht jedenfalls kein Zweifel. Jemand hat versucht, Konzek anzugreifen. Schon um uns selbst zu beruhigen, müssen wir Vergeltungsmaßnahmen treffen. Deshalb halte ich den Vorschlag von Dr. Ruth für sehr interessant. Ohne zu berücksichtigen, dass wir keinen Scanner mehr haben, um ihn darauf anzusetzen. Was das betrifft, ich habe noch einen. Und der ist noch nicht zugeordnet. Ist was ganz Besonderes. Ich nehme an, Sie reden nicht gern. Nein. Das überrascht mich nicht. Mit diesem ganzen Stimmengewirr in Ihrem Kopf verstehen Sie ja kaum Ihre eigene Stimme. Wie sollen Sie da Ihr Ich entfalten und eine Persönlichkeit entwickeln? Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich kristallklar. Gefallen Sie sich in Ihrer Klarheit? Ich weiß nicht so recht. Ein bisschen Angst habe ich schon. Weshalb? Ich fühle mich irgendwie so offen. Ich höre sogar mich selbst. Ihre eigene Stimme hören Sie auch? Ja. Gut. Sie haben mich als Scanner bezeichnet. Was ist das? Eine Laune der Natur. Jemand, der mit außergewöhnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten geboren wurde. Es ist eine gewisse Art von Störung der Synapsen, die man Telepathie nennt. Vielleicht ist es eine Krankheit oder eine Folge von Strahlen. Wir wissen es selbst nicht genau. Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Paul Roos. Ich bin von Beruf Psychopharmazeut, aber ich habe mich auf ein Gebiet spezialisiert, auf Scannen. Die Frau in diesem Einkaufszentrum, was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts mit ihr gemacht. Das war sie. Sie hat mich irgendwie gezwungen. Wozu? An sie zu denken.
Die 50 Leute, die dort anwesend waren, schienen sie aber zu stören. Aus welchem Grund? Die haben zu laut geredet. Sie haben geredet und geredet. Tatsächlich? Aber die haben doch gar nicht die Lippen bewegt, oder? Nein, das waren andere Stimmen, welche ohne Lippen. Sie haben mich fast erstickt. Und ich konnte es nicht bremsen. Als Sie dann diese Injektion kriegten mit dem Bolzen, was passierte mit den Stimmen? Sie haben aufgehört. Dieses Mittel heißt Ephemerol. Es unterdrückt die Scanfähigkeit. Wendet man es bei normalen Menschen an, hat es keine Wirkung. Bei einem Scanner hingegen verhindert es den Fluss der Telepathie. Diese Stimmen hören auf. Es hilft ihnen. Woher wissen Sie das alles? Das ist mein Beruf. Hier spricht Keller. Ist mein Wagen bis heute Abend fertig? Erzählen Sie uns bitte, was Sie getan haben, Derek. Ich habe mir ein Loch im Kopf gebohrt. Wo? Sieht man das nicht? Genau hier. Warum haben Sie das getan, Derek? Ich meine, dieses Loch gebohrt. Der Druck war zu stark. Ich wollte ihn rauslassen. Sie wollten den Druck rauslassen? Wollten Sie etwas aus Ihrem Kopf lassen? Sie sind ganz schön gerissen. Nicht leicht, Sie reinzulegen, Lilian. Sie wollten also etwas aus Ihrem Kopf lassen? Was? Diese Menschen. In meinem Kopf waren zu viele Leute. Da war für mich kein Platz mehr. Sie meinen Stimmen? Nein, richtige Menschen. Arme, Beine, Hände. Und was haben Sie da jetzt über das Loch geklebt? Das ist eine Tür. Ich habe ein Auge drauf gemalt, damit die Leute sie nicht als Tür erkennen und zurückkommen. Die denken, das ist ein Auge. Glauben Sie, sie damit täuschen zu können? Na klar, bestimmt. Ich bin fest davon überzeugt. Halten Sie das denn für den einzigen Weg? Nein! Was wissen Sie schon? Sie wissen gar nichts. Hä? Wollen Sie sie etwa reingehen sehen, Lilian? Möchten Sie dabei sein? Na? Fassen Sie mich nicht an! Fasst mich nicht an! Ihr sollt mich loslassen! Loslassen, habe ich gesagt! Genau wie ich, oder? Wie Sie waren. Ohne Ephemerol und ohne Aufsicht. Hat sich sein Zustand verändert? Verschlechtert. Und warum? Im Alter von 22 war er außergewöhnlich selbstzerstörerisch, aber jetzt mit 35 ist er auf der ganzen Linie zerstörerisch. Genau besehen, Cameron, ist er Ihr Feind. Und meiner auch. Aber ich kenne ihn doch nicht mal. Er kennt Sie. Irgendwie hat er es jedenfalls fertiggebracht, sich eine Liste aller Scanner zu beschaffen, die je geboren wurden. Er hat einen nach dem anderen ausfindig gemacht und sie aufgefordert, ihn bei seinem wahnwitzigen Kreuzzug zu unterstützen, die Gesellschaft, die ihn geschaffen hat, zu zerstören. Und was ist mit mir? Er hat sie gesucht, aber ich bin ihm zuvorgekommen und nun können Sie mir helfen. Ich verstehe kein Wort. Alle Scanner, die sich geweigert haben, mitzumachen, wurden ermordet. Und diese Morde bedeuten einen ungeheuren Verlust für die Menschheit, weil damit die spektakulärsten Menschen vernichtet werden, die auf unserem Planeten existiert haben. Denn Sie, Cameron, Ihre Brüder und Schwestern sind imstande,
unserer Gesellschaft zu Glanz und Ruhm zu verhelfen wie niemals zuvor. Wir müssen Revok Einhalt gebieten. Und zwar sofort. Konzek will dieses Projekt immer noch nicht aufgeben. Paul Roos vertraut auf seine Geheimwaffe. Auf welche? Jemand, nach dem sie lange gesucht haben. Ein Scanner. Soviel ich weiß, heißt er Cameron Vale. Ich habe ihn gesehen. Roos hat genau gewusst, wo er ihn findet. Zurzeit wird er von ihm geschult. Soll er nur. Und wie geht's voran? Scheint zu funktionieren. Machen wir uns keine Sorgen. Er ist schwach und kraftlos. Willkommen zu unserem kleinen Psychoseminar. Cameron Vale. Ich möchte Sie mit unserem Yogameister bekannt machen. Dieter Tautz. Mr. Tautz hat netterweise zugestimmt, Ihnen als Psycho-Sparring-Partner zu dienen. Er hat schon bei vielen Gelegenheiten öffentlich demonstriert, dass er Kraft seines Willens in der Lage ist, seinen Herzschlag und die Alpha-Wellen zu beeinflussen, ebenso einige andere Funktionen des menschlichen Körpers, die man gemeinhin für nicht beeinflussbar hält. Sind Sie soweit? Einen Moment noch. Machen Sie noch. Wenn Sie so nett wären und sich hier Mr. Tautz gegenübersetzen würden. Ich möchte, dass Sie ganz langsam anfangen, ihn zu scannen. Langsam, aber gezielt. Konzentrieren Sie sich auf sein Herz, aber nicht auf sein Gehirn, verstanden? Telepathie besteht nicht nur aus Gedankenlesen. Es ist die direkte Verbindung zweier Nervensysteme, die räumlich voneinander getrennt sind. Ich möchte, dass Sie diese Verbindung herstellen. Von Ihrem Gehirn zu seinem Herzen. Mit Ihren Gehirnwellen sollen Sie seinen Herzschlag beschleunigen. Wenn sein Herz zu schnell schlägt, soll er die Kontrolle über sein Herz wieder übernehmen und es langsamer schlagen lassen. Machen Sie sich um ihn keine Sorgen. Konzentrieren Sie sich nur darauf, sein Herz schneller schlagen zu lassen. Schneller. Schneller. Noch schneller. 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 Hören Sie auf. Aufhören. Er soll aufhören. Bitte. Kommt jetzt. Sie hatten recht, Dr. Roos. Es war ganz leicht. Dieser Mann heißt Benjamin Pierce.
Die Fotos sind in einem Gefängnis für kriminelle Geisteskranke aufgenommen worden. Hier ist noch eins. Das ist eine Gipsskulptur von ihm. Er hat zurzeit eine Ausstellung in der Kunstgalerie Krostek. Er ist unsere einzige Chance. Jedenfalls ist er ein Scanner, aber wir wissen nicht, ob er schon zur Revox-Organisation gehört oder nicht. Wieso war er im Gefängnis? Er wollte seine Familie umbringen. Seinen Vater, seine Schwester, seine Mutter. Und das mit 10 Jahren. Das war 1958. Vor ein paar Jahren wurde er entlassen. Wie heißt das so schön? Rehabilitation durch Kunst. Der Mann verfügt über unglaubliche Kräfte, finden Sie nicht? Kräfte? Oh, ja, die hat er. Ich bin Arno Krustig. Freut mich, dass Sie meine Galerie besuchen. Sind Sie ein begeisterter Anhänger von Benjamin Pierce? Ich bin unter Umständen an dieser Skulptur interessiert, für meine Wohnung in Paris. Ah ja. Aber bevor ich mich endgültig entscheide, hätte ich den Wunsch, den Künstler zu treffen. Ich fürchte, das ist unmöglich. Ich hoffe, es wird Sie nicht davon abhalten, dieses Stück zu kaufen. Aber ich würde Benjamin Pierce garantiert verlieren, wenn ich ihn noch nur mit dem Gedanken konfrontiere. Wissen Sie, wir haben da so eine Abmachung. Er möchte mit seinen Bewunderern nicht in Berührung kommen. Aber vielleicht könnten Sie mir verraten, wo er wohnt. Dann würde ich ihn persönlich aufsuchen. Und Sie hätten nichts damit zu tun. Tut mir leid, das kann ich nicht. Dann tun Sie mir den Gefallen und denken nur mal drüber nach, wo er wohnt. Entschuldigen Sie. Mir ist plötzlich nicht gut. Was ist mit ihm? Ist er nicht gut? Geht schon besser. Komm, Arno, es ist besser, du gehst in dein Büro und legst dich einen Augenblick hin. Okay. Halt dich nur fest an mir. Benjamin Pierce? Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Ich brauche Hilfe. Und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Ist das wahr? Bloß ich? Ja. Da musst du aber in ziemlichen Schwierigkeiten stecken, Kamerad. Stimmt es, dass Sie mit Daryl Revock bekannt sind?
Wer sind Sie? Man hat mich schon gewarnt, dass Sie mir einen Besuch abstatten würden, Mr. Vale. Wer hat Ihnen das gesagt? Wer mir das gesagt hat? Ich habe Freunde. Ich mag sie zwar nicht, aber ich habe sie nun mal. Scannerfreunde? Was wollen Sie damit sagen? Ich bin einer von euch. Du bist wie ich? Ja. Du weißt genau, was ich denke. Du solltest mir lieber die Wahrheit sagen, was du wirklich willst. Diese Stimmen in meinem Kopf, die treiben mich noch zum Wahnsinn. Hörst du auch Stimmen? Was tust du dagegen? Meine Kunst. Meine Kunst hält mich bei Verstand. Meine Kunst. Bei Verstand. Ich habe diesen Ausweg nicht. Deswegen muss ich unbedingt Daryl Revok sprechen. Du, mein Freund, bist ein Lügner. Raus! Hör zu. Ich verschwinde nicht eher, bis du mir verraten hast, wo ich Daryl Revok finde. Nein. Gut, dann verschwinde ich eben.
Guten Abend, Sir. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Nachricht für mich? Wie ist der Name, Sir? Cameron Vale. Und Ihre Zimmernummer? 802. Ja, das Päckchen ist für Sie abgegeben worden. Mein Name ist Cameron Vale. Ich möchte Kim Oberst sprechen. Kommen Sie rein. Mein Gott. Die haben Ben Pierce getötet. Ja. Kommen Sie mit nach oben. Warten Sie hier bitte. Bleib ganz ruhig. Du darfst an nichts denken. Kim, Revok hat Ben Pierce erwischt. Er ist tot. Der Typ, der heißt Cameron Vale. Ich habe ihn gescannt. Man kann ihm vertrauen. Er war dabei, als es passierte. Setzen Sie sich. Ich kenne Sie. Sie waren in der Galerie und haben sich nach Pierce erkundigt. Ich brauche Hilfe. Unheimlich.
Es ist unheimlich, sich selbst zu verlieren. Unser Wille wird zum Willen der Gemeinschaft. Unser Ich ist das Ich der Gemeinschaft. Wer sind Sie? Wer hat Sie geschickt? Ich bin ein Scanner. Wer Sie geschickt hat? Ich arbeite für CONSEC. CONSEC? Die wollen wissen, wo Revok sich versteckt. Ich glaube, sie wollen ihn umbringen. Aber von euch haben sie mir nie was erzählt. Entschuldigen Sie. Bitte gehen Sie zurück. Nicht doch. Verlassen Sie den Raum. Machen Sie den Weg frei. Bitte gehen Sie raus. Was soll denn das? Wie sollen wir bei uns denn hier durchkommen? Seien Sie doch vernünftig, bitte. Machen Sie doch Platz, Leute. Hier gibt's nichts zu sehen. Rausgehen. Los, los, zurück, zurück. Hey, es gibt Feuer. Ein Feuer. Raus hier, schnell. Thank you.
Hier sind wir für eine Weile in Sicherheit. Das spielt keine Rolle mehr. Es ist vorbei. Revok ist nun nicht mehr aufzuhalten. Wir sind der Traum. Er ist der Albtraum. Uns hat er noch nicht. Ich kann Ihnen helfen. Zusammen können wir Revok vernichten. Sie sind viel zu naiv, Vale. Tut mir leid. Tut mir leid, aber Sie verstehen immer noch nicht. Sie kennen Revok nicht. Teuflisch er ist und welche Macht er besitzt. Sie wissen gar nichts. Er muss etwas bei sich haben, was uns zu Revok führt. Und? Nein, ohne mich. Da ist es. Sehen Sie? Da ist es. November-Auslieferung Ephemerol bestätigt. Gesamte Herstellung, alle Lagerbestände. Ephemerol-Auslieferungsplan. Konzek begrenzter Zugang zum RIPE-Programm. Ersuche Zugang zum RIPE-Programm. RIPE-Programm, Konzek begrenzter Zugang.
Ausschließlich primäre Concept Terminals. Dr. Hus, ein Telefongespräch für Sie. Ich leg's Ihnen hier rüber. Ja? Hier ist Cameron Vale. Wo haben Sie gesteckt? Ich bin zu Revok vorgedrungen. Ich muss Sie unbedingt sehen. Ich bringe einen Informanten über Revoks Projekt mit. Ausgezeichnet. Ich werde veranlassen, dass man Sie einfliegt. Könnten Sie in etwa 10 Minuten noch mal anrufen? Okay. Auf Wiedersehen, Dr. Roos. Alles erledigt? In 10 Minuten. Wir dürften vor einem ernsten Problem stehen. Vale ist auf dem Weg zur Zentrale. Er behauptet, einen Informanten über ihr Projekt zu haben. Wie ist so etwas möglich? Nein, er lügt. Was will er dann bei uns? Vielleicht hat er Heimweh. Nein, Vale muss irgendwas wissen oder zumindest sein Informant. Vielleicht weiß er was über unsere Verbindung. Dann sollten Sie dafür sorgen, dass Sie den Informanten verhören. Inzwischen spricht Roos mit Vale. Das kann ich unmöglich verhindern. Wenn Roos irgendetwas rausgekriegt hat, leg ihn um. Im Ernst? Ich dachte, Sie wollen nicht, dass... Im Ernst. Segabo an Konzek. Wir bitten um Landeerlaubnis. Hier Konzek, zentrale Flugkontrolle. Wir erteilen Ihnen die Erlaubnis zu landen. Sie werden bereits erwartet. Ich fürchte, ich muss Ihnen beiden erst mal eine Ephemerol-Spritze geben. Was nun? Keine Entschuldigung und keine Vertrauensbekundungen. Mein Mann hat alle Beweise mitgebracht. Warten wir lieber mit der Party, bis wir die Geschenke ausgepackt haben, Doktor. Das wird nicht lange dauern. Ich verstehe, mit Ihnen umzugehen. Ja, ich weiß. Trevelyan ebenfalls. Daher hat er mich gebeten, den Informanten zu übernehmen. Machen Sie mit Vale, was Sie wollen. Aber das bringt gar nichts. Ihre Polizeistrategie wird bei denen bestimmt nicht ankommen, Sir. Ach ja? Haben Sie schon mal daran gedacht, deswegen eine Eingabe zu machen, Doktor? Die werden sich oben freuen, von Ihnen zu hören. Kommen Sie rein. Willkommen. Ich gratuliere Ihnen. Ich freue mich, Sie wieder hier zu haben. Wo ist Kim? Sie sollte ebenfalls hier sein. Sie wird in einem anderen Zimmer verhört. Ich dachte, Sie würden das tun. Tue ich auch. Nur keine Angst. Ich habe dafür gesorgt, dass die Spritzen, die ihr bekommen habt, harmlos waren. Sollten Probleme auftauchen, kann sie sich selbst beschützen. Und wozu das Ganze? Eine Geste des Vertrauens, mein lieber Freund. Ich habe meine eigenen Methoden. Und ich habe nichts zu verbergen. Überhaupt nichts. Auch nicht das RIPE-Programm? Was?
Kennen Sie eine pharmazeutische Fabrik Biocarbon Amalgamate? Wieso? Ja, selbstverständlich. Ich habe sie 1942 gegründet. Sie? Ja, dann habe ich sie an Konzek verkauft und darum bin ich hier. Wir haben so etwas wie eine geistig verwandte Arbeitsbeziehung. Wissen Sie, was die herstellen? Ich habe schon seit längerem keinen Kontakt dorthin. Soviel ich weiß, beschäftigen Sie sich mit der Herstellung einer chemischen Wunderwaffe und mit ähnlichen Dingen. Sie befassen sich mit der Herstellung von Ephemerol für Daryl Revok. Revok dürfte auch die Leitung übernommen haben. Das ist nicht möglich. Doch, ich war dort. Ich habe den Platz von einem seiner Leute eingenommen. Ich habe Revok im Kontrollraum gesehen. Die Produktion von Ephemerol läuft computergesteuert. Es wird dort hergestellt und in riesigen Tankwagen verschickt. Ephemerol wird sogar verschickt. Wissen Sie, wohin? Die Antwort steckt in Ihrem Computer. Das Programm, unter dem alles läuft, heißt RIPE. Und das ist ein CONSEC-Programm. Das bedeutet, dass hier bei CONSEC, hier unter uns, ein Verräter sitzt. Und dieser Mann arbeitet für Revok. Ich möchte, dass Sie dieses RIPE-Programm abrufen. Ich habe keine Computervollmacht bei CONSEC. Ich doch auch nicht. Aber Sie haben ein Nervensystem, das einem Computer vergleichbar ist. Damit können Sie ihn scannen, den Computer, als ob er ein Mensch wäre. Gehen wir. Welche angenehme Überraschung. Sie sind sehr attraktiv. Na schön. Werden wir eben dienstlich. Sie heißen? Kim Obrest. Und Sie? Das tut nichts zur Sache. Also. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Revoks Organisation wissen. Bevor ich Ihnen was erzähle, möchte ich wissen, wie Sie mich beschützen wollen. Wenn Revok rauskriegt, dass ich hier bin, wird er versuchen, mich umzubringen. Miss Oberst, Ihr bester Schutz ist, wenn Sie uns alles erzählen, was für uns wichtig ist. Und je eher Sie das tun, desto schneller wird Revok aufhören, eine Gefahr für uns alle zu sein. Das reicht nicht. Revoks Mitarbeiter sind überall. Und ich habe Angst vor ihnen. Um ganz ehrlich zu sein, Kim, der Einzige, vor dem Sie Angst haben müssen, bin ich. Wieso sollte ich vor Ihnen Angst haben? Schließlich bin ich freiwillig hergekommen. Weil Sie sind nicht das, was Sie mir hier vorspielen. Ich möchte mit jemand anderem sprechen. Jetzt hör mir mal zu. Hör genau zu. Zufällig habe ich Leute in Revoks Organisation und die haben mir berichtet, dass du überhaupt niemals zu ihnen gehört hast. Was willst du also hier? Was? Auf Wiedersehen, Kim.
Das wird Kim sein. Wo ist sie? Wo ist sie? Wir haben Wichtigeres zu tun. Nein! Nicht. Das ist doch viel wichtiger. Der Computer ist wichtiger. Das REC-Programm abrufen ist viel wichtiger. Dabei gehört das REC-Programm zur Vergangenheit. Das REC-Programm abrufen heißt somit die Vergangenheit abrufen, oder? Die Vergangenheit abrufen. Die Vergangenheit abrufen. Wache! Die Scanner, sucht sie und legt sie um. Geht's überall durch. Sucht sie und legt sie um. Das darf nicht wieder passieren. Ich habe es immer mit mir rumgetragen. Ganz verborgen. Jede Freude hat es mir genommen und meine Erfolge zunichte gemacht. Noch was mit dir vor, Cameron. Es darf nicht wieder passieren. Reib. Reib, das war's. Das Reib-Programm muss gestoppt werden! Es ist nicht mehr dasselbe wie früher. Es hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Es ist völlig anders. Das erste Mal war Zufall. Ein Glück für die einen, für andere ein Unglück. Das REC-Programm ist hartherzig und grausam. Furchtbar. Hartherzig. Und grausam. Was ist passiert? Keller wollte mich umbringen. Keller? Dann ist er es. Entschuldige, Ma. Ma, das wollte ich nicht. Ma. 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 Das wollte ich nicht. Ma, das wollte ich nicht. Ich hab Blut an meinen Händen. Sicher den Computer auf. Ich hab Blut an meinen Händen. Was ist denn los? Ich will wissen, was hier los ist. Das waren die Scanner, Sir. Sie sind entkommen. Wenn wir den Computer jetzt nicht kontakten, werden sie ihn bestimmt umprogrammieren. Ah.
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jemand den Computer so umprogrammiert hat, dass das RAI-Programm blockiert ist. Und er hat nicht nur den Schlüssel weggeworfen, er blockiert den Zugang. Was nun? Versuchen Sie es nochmal. Selbe Ergebnis wie vorher. Hey Lee, schmeiß mal deinen internen Monitor an. Der Code lautet IM863. Wieso, was ist denn? Hier steckt jemand drin und versucht an das RAI-Programm ranzukommen. Wie kann sowas passieren? Dieser Raum ist absolute Sicherheitszone. Wir sind ans Telefonnetz angeschlossen. Wenn jemand den genauen Ablauf des Eingangscodes kennt, kann er hier rein. Und Sie meinen, es tut gerade jemand? Ja. Verdammt! Möglich ist das. Ist wahrscheinlich. Der wird sich wundern. Ich will ihm wehtun. Wie können wir ihn erwischen, bevor er rausgeht? Wehtun? Wie denn? Vales Nervensystem und das des Computers sind miteinander verbunden. Er versucht es zu scannen. Ich will sie beide zum Krüppel machen. Oder sie beide umbringen. Aber wie? Ich weiß nicht, ob Ihnen das recht ist. Ich könnte das Sicherheitsprogramm Selbstzerstörung einschalten. Das führt zum Durchbrennen der Leitung im Falle eines unerwarteten Angriffs nicht autorisierter und feindlicher Mächte. Tun Sie's. Aber Sir, das bedeutet den Verlust sämtlicher Daten aller Programme innerhalb des CONSEC-Systems. Das kann ich nicht ohne schriftliche Vollmacht der CONSEC-Leitung. Mein Junge, reicht dir das als Vollmacht? Sitzen bleiben! Na. Tu's oder ich leg dich um. Ja, Sir, ich tu's schon. Ersuche Sicherheitsprogramm Selbstzerstörung. Codewort? Impulsgeber einschalten. Ich muss jetzt da drüben weitermachen. Das ist jetzt die letzte Stufe. Sind Sie sicher, dass... Machen Sie schon! Alle Leitungen nach draußen abschalten. Sicherheitsregister aktivieren. Die brauchen Sie nicht. Es verläuft alles ganz ruhig. Das ist nur eine interne Schaltung. Wirklich? Es hat bisher nur noch keiner einen Scanner abgeschaltet. Thank you.
ich gesagt habe. Ohne Feuer. Okay, ich spreche mit dem Doktor. Ich werde die Tür im Auge behalten. Ja. Ach, entschuldigen Sie. Wissen Sie, ob die Dame von der Rezeption bald zurückkommt? Ja, ich denke schon. Danke. Bitte, Sie kommen dran, wenn Sie an der Reihe sind. Ich muss Sie sofort sprechen, Doktor. Würden Sie gefälligst das Zimmer verlassen? Es geht um dieses Mittel hier, Dr. Frayne. Das verschreiben Sie doch Ihren Patienten, habe ich recht? Entschuldigen Sie mich. Ich bin sofort wieder da. Ruhen Sie sich aus. Lesen Sie so lange was. Wo haben Sie das her? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Was ist passiert? Man hat mich gescannt. Da war eine Frau im Wartezimmer. Und die hat Sie gescannt? Nein, Sie nicht. Das Kind. Ihr ungeborenes Kind ist es gewesen. Das ist das RIPE-Programm. Die Ärzte auf der Computerliste verabreichen ihren schwangeren Patienten Ephemerol. Ach, ich verstehe das nicht. Ephemerol. Durch Ephemerol werden neue Scanner geschaffen. Oh. Oh. Halt still. Oh Gott. Nicht bewegen. Oh Gott. Oh. Okay. Ich kann nicht mehr. Komm, wir müssen hier raus. Kim! Kim! Will! Oh.
Kim. Na, ausgeschlafen, Dornröschen? Wo ist Kim? Nebenan. In ein paar Stunden wacht sie wieder auf. Im Augenblick wird sie uns auch stören. Es geht hier nämlich nur um uns beide. Und wo ist Ihr Partner Keller? Der fehlt. Keller? Den hast du doch mit seinem Computer in die Luft gejagt. War übrigens sehr eindrucksvoll. Keller war es, der Dr. Roos umgebracht hat. Er hat's nicht anders verdient. Na, du solltest um den Doktor nicht trauern. Wir haben vielmehr einen Grund zum Feiern. Dr. Roos war ein guter Mensch. Er hat versucht, uns zu helfen. Sehen Sie mich an. Ein guter Mensch. Es gibt nur einen, der die ganze Zeit versucht hat, dir zu helfen, und das bin ich. Sie? Sie haben Ihre Leute losgeschickt, mich umzubringen. Das ist nicht wahr, dich nicht. Ich habe dich jahrelang gesucht. Als Keller mir dann erzählt hat, dass Roos dich ausbildet und dich als Amateurspion einsetzen will, habe ich dich überwacht, aufgepasst und dich zu mir geführt. Was hatten Sie denn für einen Grund dafür? Wer ist deine Mutter? Ich kenne sie nicht. Und wer ist dein Vater? Den kenne ich auch nicht. Woran erinnerst du dich, als du klein warst? Ich habe alles vergessen. Ja, das hast du. Aber das ist kein Zufall. Man hat dich eingefroren. Und erst als Konzek meinetwegen in Schwierigkeiten kam, hat man dich aufgetaut. Jeder Tag deines Lebens ist aufgezeichnet. Sie haben dich behandelt wie Dreck, wie Abschaum. Er wusste, wer du bist, aber da hat er dich noch nicht gebraucht. Schließlich hat er sich doch herabgelassen und dich aus der Gosse gezogen. Wer? Dein Vater. Dr. Paul Roos. Unser Vater. Nein. Du bist mein Bruder, Cameron. Mein jüngerer Bruder. Nein. Setz dich. Ich muss dir was zeigen. Das war eine Werbekampagne 1946, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und zwar ein Arzneimittel, Ephemerol, ein Beruhigungsmittel. Es war speziell für schwangere Frauen. Wenn es gewirkt hätte, wäre es in ganz Amerika verbreitet worden. Aber sowohl die Werbung wie auch das Mittel waren ein Reinfall. Weil es auf das ungeborene Kind eine Nebenwirkung hatte. Eine unvorhersehbare Nebenwirkung. Es entstanden Scanner. Ja. Der Erfinder war jedoch richtig begeistert von dieser unheimlichen Mutation, die es hervorrief. Und Konzek ebenfalls. Sie boten ihm an, seine Experimente zu finanzieren. Daraufhin hat er seine Firma und sich selbst verkauft. Und dieser Mann war Dr. Roos. Unser Vater. Ich habe gesagt, die Nebenwirkung von Ephemerol war unvorhersehbar. Aber ich habe eins übersehen. Daddy kannte sie. Er lernte sie kennen mit uns. Denn seiner schwangeren Frau, unserer Mutter, hatte er Ephemerolproben verabreicht. 4 Jahre, bevor es auf den Markt kam. Und dann, ein Jahr später, nochmal. Mit seinen Kindern kam er sehr schwer zurecht, bis er herausfand, dass das einzige Mittel, sie zu beruhigen, sein Ephemerol war. Darum sind wir älter als all die anderen. Nicht nur älter, auch viel mächtiger. Alle übrigen sind nichts im Vergleich zu uns. Wofür hast du dann Keller gebraucht? Konzek hat einen Computer und gute Kontakte. Keller sorgte für die Zukunft. Die Zukunft? Es gibt keine Zukunft mehr. Sei nicht so negativ, Cam. Pessimist. Es enttäuscht mich, dass du so redest. Du bist schon ganz auf sie eingeschwenkt. Eine ganze Generation Scanner-Soldaten steht wenige Monate vor der Geburt. Wir werden sie herholen und ausbilden, dass sie wie wir sind. Nicht wie Overrest und ihre albernen Krüppel. Die Welt der Normalen zwingen wir in die Knie. Wir bieten über ein Empire voller Ruhm und Glanz. Der ganze Erdkreis wird uns beneiden. Du bist ganz auf ihn eingeschwenkt. Auf Roos. Nein, nicht auf den. Auf Revok! Daryl Revok! Nein. Ganz wie er.
Es ist, als ob er in dir weiter existieren würde. Du hörst mir nicht zu. Du bist nicht kooperativ, Cam. Du willst gar nicht mit mir zusammenarbeiten. Seit Jahren habe ich mit dir gerechnet. Sag mir, dass du mich nicht verrätst wie alle. Sag's mir schon. Nein! Na schön. Versuchen wir es eben mit Scannen, aber ich saug dir dein Hirn aus. Alles, was du bist, wird auf mich übergehen. Du gehörst zu mir, Cameron, egal wie. Schließlich sollten Brüder zusammenhalten, findest du nicht?
Kim? Ich bin's, Kim. Cameron. Ich lebe. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Thank you.